Und so stellt sich immer wieder dieselbe Frage. Ein 19 Jahre junger Mensch hat sein Leben weggeworfen. Warum? Hielt er es für sinnlos, weil er an seine Zukunft in unserer Gesellschaft nicht glaubte, an eine Zukunft, in der die materiellen Werte immer fragwürdiger werden, angesichts von Arbeitslosigkeit, von fehlenden Studienplätzen und angesichts der Zufälligkeiten eines Numerus Clausus, war unsere Welt des Konkurrenzbewusstseins, des Ellbogendenkens, war diese Welt, in der sich menschliche Vereinsamung bereits in den Schulen bemerkbar macht, stärker als das Vertrauen, das wir ihm geben konnten? Warum reichte sein Glauben nicht aus? Das Leben läuft nicht einspurig ab. Es sind die Verflechtungen vieler Spuren, die einen Menschen in die Irre treiben. Was wissen wir voneinander? Bei allem Schmerz, den wir empfinden, den vor allem seine Eltern empfinden müssen, dürfen wir nicht überhören. Klaus Wagner hat uns mit seinem Freitod Fragen aufgegeben. Fragen nach der Ursache, unbequemere nach der Schuld. Wir alle hier haben ihn gekannt. Wer von uns hat versagt? Wer ist schuldig geworden an Klaus Wagner? Immer noch drin. Er ist noch nicht raus. Ach, der hat doch einen Schuss. Na, ich würde das auch nicht schlucken. Von 1,9 auf 2,6 in einem Halbjahr. Die Quittung für den Streik, Logo. Der Streik hat denen nicht wehgetan. Das war die Versammlung, die Facts, die er da gebracht hat. Und das auch noch vor den Eltern. Ja, schon eine Sauerei. Aber musste er denn so reagieren? Wer nie reagiert, der hat dann natürlich auch keine Probleme. Ändert der Klaus etwas daran, wenn er dem Ulrich sein Kursheft auf den Schreibtisch knallt und sagt, ihre Scheißschule kann mich mal? Was bringt ihm das? Das musst du gerade fragen. Wärst du in Mathe durchgekommen? Der Klaus hat die Wäsche gebügelt und dein Vater hat sie in den Schrank gesetzt. Clever. Was kann ich denn für meinen Vater? Und bei der Abstimmung? War ich allein? Ich denke, du bist sein Freund. Was soll's? Da hat einer nach dem anderen geschielt und dann war es zu spät. Komm, Klaus, mach keinen Scheiß. Willst du das Abi sausen lassen? Das Jahr geht doch rum. Lass mich doch nicht ein Jahr lang fertig machen. Oder hast du eine Chance gegen die? Tick doch meine Großmutter, was da läuft. Hast du ohne Abi eine Chance? Das Abitur ist nicht alles. Aber sagt ihr nur immer schön ja. Nur nicht anlegen. Ich komm mal bitte mal vorbei. Ich dir bloß keinen ab. Une de Provençal, un cassoulet de Castelnaudary, un chablis de Beaujolais. Schwer Herbst. Ja, die Leute sind wieder zu Hause. Man kann nirgendwo mehr parken. Ach ja. Offensichtlich, die ahnet.
Abend, Herr Wachmann. Guten Abend. Wo können wir da noch einen Platz kriegen? Da hinten am Stammtisch ist noch was frei. Ah, danke. Ja. Ein Beaujolais? Der Klaus spielt gar nicht mehr. Was ist denn los? Ja, wie das so ist. Junge Leute, die haben andere Interessen. Ja, ist jetzt wohl. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Dass man dich auch wieder mal sieht. Wie war's denn in den Ferien? Schön? Wir sind geblieben bis zum letzten Tag. Wo ist denn der Klaus? Ich war oben. Ich habe schon ein paar Mal anzurufen versucht. Der gilt in der Schule als abgemeldet, wenn er nicht sofort eine Entschuldigung beibringt. Der Klaus wohnt nicht mehr hier. Entschuldige, ich habe zu tun. Ich muss dem Klaus was sagen, von der Schule. Sein Kursheft haben wir mit der Post gekriegt. Der Klaus spielt in der Chatband. Da gibt's nicht mehr viel zu sagen. Und wenn, dann hättet ihr das früher einfallen müssen. Was konnte ich denn tun? Was hat denn der Klaus für dich getan? Doch nicht für mich allein. Und deine Mathematiknote? Oder sind die pauschal angehoben worden? Pauschal hast du deinen Mund gehalten. Genau wie alle anderen. Dank deinem Vater. Der hat ihn ja regelrecht auseinandergenommen, der Herr Rechtsanwalt. Und als dann abgestimmt wurde, hast du da die Hand gehoben? Und Sie und Ihre Frau bei der Gegenprobe, haben Sie die Hand unten gelassen? Was hätten wir denn noch retten können? Da war es doch längst passiert. Yvonne, ehrlich, was hätten wir noch tun können? Vielleicht wäre er noch da. Sie drehen immer noch? Ist das neuerdings verboten? Wenn es Tabak ist, nicht. Vielleicht ist es Tabak. Umso besser. Danke. Interessiert uns nicht. Hau du bloß ab! Ich hab doch Glück gehabt. Sag mal. Komm los, mach einen Abgang. Was ist denn mit dem? Ich bin nicht dafür, dass einer kifft. Oder einen Trip einwirft. Aber ein Verpfeifen, das ist das Allerletzte. Das arme Schwein ist von der Schule geflogen. Wegen ein paar Joints. Nicht da. Nur die Tussi. Dann ist er weg vom Fenster. Ja, und jetzt? Wenn er sich nicht finden lässt. Wieso kontrollieren die dich eigentlich immer noch? Wenn du doch clean bist. Ja, die hatten mal Gras bei mir gefunden, aber das ist schon lange her. Ich schmeiß eine Runde. Bier oder Cola? Bier. Bier. Gerd, drei Bier. Tanzen wir? Ja, gern. Hallo? Da ist niemand. Zu
wem wollen Sie denn? Zu Klaus Wagner. Der ist noch nicht da. Sonst täte die Tüte an der Tür hängen. Bitte? Weil es so lange dauert, bis ich aufmachen kann. Die bringen mir nämlich immer die Sachen mit, die ich brauche. Sie kenne ich doch. Sie waren doch schon einmal da. Ja, ich hab's schon ein paar Mal versucht. Ja, es ist schwer, den jungen Mann anzutreffen. Der führt nämlich kein regelmäßiges Leben, seitdem er keine Musik mehr macht. Und wenn Sie ein Freund von ihm sind, dann sollten Sie ihm das sagen. Mal trägt er nachts Zeitungen aus. Mal arbeitet er in einer Molkerei, wie er mir gesagt hat. Und jetzt ist er auf so einem Getränkehof und schleppt Kisten. Das ist doch keine Arbeit für so einen jungen Mann. Er will sich halt von dem Fräulein Reitz nicht aushalten lassen. Aber sagen Sie ihm nicht, dass ich da was... Nein, der Herr Wagner ist nicht da. Hallo. Hallo. Das ist lieb von Ihnen. Bitte. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Das Zettelchen lag ja drin. Mhm. Kriegen Sie noch etwas? Der Rest ist im Portemonnaie. Vielen Dank, Frau Bitte. Reitz. Wiedersehen. Wiedersehen. Wann der Klaus kommt, weiß ich nicht. Sag's ihm, jetzt soll er sich mal melden. Aber lenkt ihn nicht ab. Er ist gerade auf dem Weg zum akademischen Proletariat. Taxifahrer, Briefträger, Gärtner und so. Kannst du deutlicher werden? Er ist umgefallen. Geht wieder auf ein Gymnasium und passt sich an. Wieso denn das? Weil er findet, dass ihn das weiterbringt. Ich verstehe diese Aufgabe nicht. Haben Sie die Angabe für Sauerstoff vergessen? Der Sauerstoffwert ergibt sich durch Subtraktion der Kohlenstoff- und Wasserstoffwerte von der vorgegebenen Substanzmenge, 0,3 Gramm. Es ist Ihr Nachteil, wenn Sie nicht den Ernstfall proben. Nächste Woche geht Ihr Wissensstand über in mündliche Noten und da hilft Vorsagen bekanntlich nichts. Schon in der nächsten Woche? Über das ganze Gebiet? Was sollen wir denn das alles machen? Wir müssen das nicht noch rausschieben. Herrschaft, und an dem Stoff arbeiten wir seit Semesterbeginn. Ja, aber wir haben doch nicht nur Chemie. Nicht nur, aber auch. Merry Christmas. Ich habe bei Valin an das Beta-C-Atom die Aminosäurengruppe geschrieben. Wieso ist denn das falsch? Du, das ist auch Ihr Fehler. Alle natürlichen Aminosäuren, die als Baustein im Eiweiß bekannt sind, sind Alpha-Aminosäuren. Kapierst du das? Ja, ich ahne manches. Dann muss das verschieben, dann müssen wir was unternehmen. Ja, aber was? Ach, kommst du auch schon? Morgen. Du hast was verpasst? Nur hektische Menschen verpassen was. Was denn, Marc? Was hast du denn eigentlich gemacht, als du noch keine 18 warst? Wege gibt es immer. Würden Sie das bitte mal vorlesen? Laut. Entschuldigung. Ich bitte, mein Fehlen zu entschuldigen. Ich hatte keine Lust. Kai Schiebler. Das ist doch nicht der Ernst. Das soll ich lügen? Sie verpflichten mich zur Dankbarkeit. Du bist vielleicht eine Marke. Er kommt aber immer durch damit. Nur, ich habe da drin Schwierigkeiten. Kann ich mal mit dir lernen? Und Chemie mache ich nicht mehr viel. Ja, eben deshalb. Ich dachte, jetzt vielleicht mal Zeit. Nee. Der doch nicht. Jede Note, die ein anderer besser schreibt, kostet den Stück von seinem Studienplatz. Arsch, wenn du Zeit hast, kannst du dich ja mit ihm hinsetzen, das alles nochmal durchkauen. Lass den, der kann nichts dafür. Zeig mal her. Ja, genau. So könnte es gehen. Ist doch ein Weg. Und lernen wir nicht warm. Kann keiner bestreiten. Nee, das stimmt nicht, weil es eine alpha-glykosidische Bindung ist.
Aber keine Angst, das kriegen wir. So, komm, gehen wir rüber zu Carlo. Entschuldigung, wir haben jetzt eine Freistunde. Können wir hier lernen? Wir wissen, dass die Bibliothek nur in Pausen geöffnet. Kann man nichts machen. Elternsprechzimmer. Oh Gott. Kaffee. Wie unsere Brötchen. Ja, und warum erhältst du kein Disaccharid? Eigentlich brauchst du nur die Summenformel von dem Monosaccharid zu verdoppeln. Ja, weil der Verknüpfung wasserfrei wird. Genau. Das kriegst du schon, sind ja noch 8 Tage. Was ist, kommst du nachher mit zu mir? Nur zu essen kriegst du nichts. Na, dann komm du doch zu mir. Meine Mutter macht uns was. Okay. Kommt mein Bruder, die Fliege. Der Kai hat gesagt, du hast mal in der Jetband gespielt. Kann ich einfach ein paar Aufnahmen davon machen? Ich brauch die fürs Schulfest. 45er Kassette ist drin. Entschuldige, ich kenne nicht mehr einen Hotpot. Kennst du nicht vielleicht einen anderen Typ, der das machen kann? Gehst du nicht hin? Eine Gesichtskontrolle, ich hatte mal Ärger mit dem Türsteher. Okay, lass mal da. Gib's dann dem Kai, ja? Ja, gut. Danke. Was mit? Bei dir steht da was offen. Warum machst du denn das? Warum trinkst du Bier? Shit ist eine Einstiegsdroge. Bier auch. Mach dir doch nichts vor, du. Das ist eine Willensfrage. Entweder du hast dich unter Kontrolle oder du bist labil. Das ist die Freiheit der Entscheidung. Wenn du schwach bist, gehst du drauf. Beim Dope wie beim Alkohol. Hast du schon mal so einen gesehen, der draufgegangen ist? Wie so einer aussieht? Ich fahre manchmal bei Einsätzen vom Roten Kreuz mit. Als dritter Mann. Ja, stimmt, du bist der Doktor. Ich habe da Bilder gesehen, da kotzt du nach 3 Tagen noch. Die hatten auch alle die Freiheit zur Entscheidung, haben mit Shit angefangen, wie du. Dann haben sie einen Trip geschmissen und schließlich war der erste Schuss fällig. Dann kam der zweite, der dritte und dann kamen wir. Schnapsflächen kommt ihr auch. Nur eine Willensfrage. Hört mal, die meisten von uns brechen ein, wenn er die nächste Woche die mündlichen Noten macht. Am besten, wir stellen uns stur und wir weigern uns. Das versprecht ihr euch davon? Noten muss er haben, so oder so, was soll's? Die kann er ja haben, aber später. Wann denn? Während es eine Klausur nach der anderen hagelt, dann doch lieber jetzt. Worum geht's denn? Die wollen nicht. Weil es Blödsinn ist. Ich habe doch selbst jedes Interesse daran, dass es verschoben wird. Aber je später der prüft, desto umfangreicher wird der Stoff. Außerdem bringt es nichts, sich anzulegen, ob wir im Recht sind oder nicht. Das werden wir ja sehen. Du willst doch wohl keinen Ärger machen. Ich kann mir keine 5 erlauben. Meinst du wir? Du bist vielleicht ein solidarischer Typ. Eben weil wir keine 5 wollen, haben wir beschlossen, die Prüfung zu verschieben oder notfalls keine Fragen zu beantworten. Und allen kann er keine reinwirken, kapiert? Das funktioniert aber nur, wenn jeder mitmacht. Sonst bleiben die anderen im Regen. Na komm, ihn fragt er ja doch nicht. Skills sind das alles Einzelkämpfer. Möglicherweise fragt er dich, wenn er merkt, dass wir uns weigern, um bei dich den Einstieg zu kriegen. Ja, und wenn sogar du es nicht kannst. Dir gibt er keinen 5. So, so, eine 5. Mangelhaft. Äußerst mangelhaft. Life is just a feeling. Schon wieder? Ja, das ist eine 45er Kassette. Moment, was geht denn da drauf bei den Pausen, die Typen da machen? Was ist mit dir los? Bist du auf dem Trip, was? Hm? On the way to Moon. Guten Morgen. Alles klar, Leute. Alles klar? Alles klar. Wo sind wir? Müssen wir. Ich hoffe, Sie sind wohl gerüstet.
Na, dann wollen wir mal. Wir konnten den Stoff nicht durcharbeiten. Wir haben es überall versucht. In der Bibliothek, im Elternsprechzimmer und im Raum für auswärtige Schüler. Können wir beweisen? Wir haben Freistunden, immer mal so ein oder zwei. Das ist zum Nachausgehen zu kurz. Und wenn wir hier bleiben, wissen wir nicht, wo wir hin sollen. Wir haben jede Menge Kurse, aber nicht jede Menge Raum. Weil die Schule für den Unterricht in Klassen gebaut wurde. Und bei Carlo drüben können wir nicht lernen. Außerdem geht es ganz schön ins Geld. Lernen können wir erst, wenn wir nach Hause kommen, so um vier. Aber da haben wir für 10 Fächer zu lernen. Und eines davon ist Chemie. Verstehe Ihre Probleme, aber wie sehen Sie die Lösung? Sie brauchen die Noten, ich brauche die Noten und die Situation ist unmittelbar für den Zeugnissen die gleiche. Folglich spricht nichts dagegen, heute anzufangen. Brauchst gar nicht so blöd zu grinsen. Sie haben anscheinend etwas zu sagen. Nein. Dann stehen Sie doch mal auf. Damit auch die anderen etwas sehen und hören. Bei den heutigen Untersuchungen auf Diabetes wird unter anderem auch der Harn auf etwaigen Zuckergehalt untersucht. Das geschieht beispielsweise auf optischem Wege. Welche Eigenschaft der Glucose wird hierfür ausgenutzt? Der Zuckergehalt. Zucker? Was ist denn daran so komisch? Optische Aktivität. Welches Strukturmerkmal zeigen die Verbindungen, deren Lösungen optisch sehr aktiv sind? Asymmetrische Kohlenstoffatome. Ich mach keinen Scheiß. Können Sie die Frage bitte doch mal wiederholen? Was haben Sie denn? Fehlt Ihnen etwas? Nein. Ich habe eine andere Frage. Wie nennt man die Struktur, die bei der Verknüpfung von zwei Aminosäuren unter Kondensation entsteht? Peptidbindung. Peptidbindung. Du machst dich unbeliebt. Sie habe ich noch nicht verstanden. Ob Sie nicht antworten können oder ob Sie nicht antworten wollen, weil Sie das so lustig finden, 0 Punkte sind es in jedem Fall. Ihm war heute Morgen schlecht, hat er bei Carlo was getrunken. Das hat er wahrscheinlich nicht vertragen. Gehen Sie mal raus, bis Ihnen besser ist. So, Herrschaften, jetzt ist ja wohl alles klar. Wer meldet sich freiwillig? Niemand? Wie Sie meinen. Übrigens, was Sie davor gesagt haben, war alles richtig. Respekt. Was sich logischerweise daraus für Sie ergibt, versteht sich ja nun von selbst. Fangen wir von vorn an. Ahlendorf. Hi! Hier, reiß dich zusammen. Willst du, dass die merken, was mit dir los ist? Dann kannst du aber die Schule vergessen. Wer nimmt dich denn noch, wenn du hier fliegst? So ein Typ wie du, da kriegt doch jeder Direktor heiße Hosen. Und dann läufst du rum und jobbst, so wie ich. Na, ich krieg das schon. Wie eben, Kai, du stehst auf der Kippe. Wenn du erstmal an der Spritze hängst, dann kommst du nicht mehr runter. Ich hab noch was zu erledigen. Wo gehst du hin? Nach Hause. Du, ich schau später mal bei dir rein. Ich bin ein einfach Sprüßchen. Schau dann mal ab, gell? Das muss okay. Ich bin noch mal. Ja, mach's. Ciao. Ciao. Guck mal, wer da kommt. Ei, ei, ei. Ist die Inge noch drin? Du, geh doch rein, was soll's. Hol du's doch. Ist doch Quatsch. Hallo?
Hallo. Lernst du mal nicht? Wie du siehst. Du hast ein paar von uns ganz schön reingerissen, du. Ich konnte den Kai nicht hängen lassen. Wenn keiner eine Antwort gegeben hätte, hätte der Dörrhöfer alle Fünden wieder ausradiert. Auch die von Kai. Er hat aber gesagt, wenn der Klaus Wagner den Stoff beherrscht. Unsere Abmachung war anders. Aber nicht mit mir. Vielleicht brauchst du uns auch nochmal. Sag mal, wie viele Kassetten lässt sich der Typ noch bespielen? Der Kleine ist 12. Danke. Tschüss. Was ist denn los? Ich habe gestern in die Kassette mal reingehört. Was glaubst du, was ich da entdeckt habe? Hier. Was das wohl ist? Wohl für deinen kleinen Bruder. Ich muss ja schließlich leben. Dann war ich natürlich neugierig und habe nochmal in die Kassette reingehört. Lauter süße kleine Briefchen. Das kannst du mich ja verpfeifen. Kriminalpolizei. Ist ja wohl klar, worum es hier geht. Sie sind festgenommen. Kommen Sie mit. So, mach mal Platz hier. Geht in euer Klassenzimmer. Was gibt's denn hier zu sehen? Was ist denn los? Die Grippe hat doch gefunden. Woher weißt du das? Von gerade aufs Klo. Rudi! Wir haben Kai und Klaus gefilzt und ein paar Joints entdeckt. Anders ist das nicht. Wegen ein paar Joints kommt die Grippe nicht. Stimmt, der muss was anders sein. Wir gucken mal, komm. Ja, und der Klaus, was hat denn der damit zu tun? Eben, irgendwas ist doch da faul. Bitte. Wie wir vermutet haben, das Zeug steckt im Kassettenrekorder. Hasch und vermutlich Heroin. Können Sie das feststellen? Ob das Heroin ist? Mit der Voranalyse sofort. Den endgültigen Test führt dann das Landeskriminalamt durch. Aber das ist Heroin. Wir haben ja täglich damit zu tun. Ihre Ausweise. Ich habe meinen nicht dabei. Und Sie? Was haben Sie zu sagen? Äußern Sie sich. Dazu haben Sie auf dem Präsidium gleich hinreichend Gelegenheit. Wieso? Auch wenn das Heroin ist, deswegen muss doch ich nichts damit zu tun haben. Immerhin hat man Sie in der Toilette angetroffen. Mit dem Kassettenrekorder. Der Kassettenrekorder war in der Toilette, in der ich auch war. Klaus hat mir den Stoff gezeigt. Er hat das Ding aus dem Hotpot mitgebracht. Das wissen wir. Ja, natürlich wissen Sie das, sonst wären Sie ja nicht hier. Kann ich jetzt gehen? Ja, später. Wenn wir wissen, für wen die Ladung bestimmt ist, dann können Sie gehen. Allerdings möglicherweise zum Haftrichter. Dafür müssen Sie Beweise haben. Keine Sorge. Wie ich von den Schülern weiß, waren Sie doch schon mal in so eine Geschichte verwickelt. Ja, shit. Aber kein Heroin. Wissen Sie, wie viele bei Ihnen an der Schule kiffen? Deswegen interessieren uns ja Leute wie Sie. Weil es nicht behascht bleibt, wie das hier beweist. Ich glaube, Sie sehen das zu einfach, junger Mann. Hier geht es um Heroin. Und Heroin ist kein Puderzucker. Wenn es überhaupt Heroin ist, das wissen Sie ja noch gar nicht. Es ist Heroin. Und zwar im Wert von 1200 Mark schätzungsweise. Tja, Herrschaften, gehen wir. Warum sagen Sie eigentlich nichts? Er behauptet, mit der Sache nichts zu tun zu haben und Sie schweigen beharrlich. Heißt das, dass Sie das allein zu verantworten haben, oder wie soll ich das sehen?
Die Vernehmung führen wir. Ich will den Schüler ja nur etwas fragen. Fragen dürfen Sie aber nicht vernehmen. Die beiden sind festgenommen. Dann bitte ich Sie, die Vernehmung hier zu führen, wenn das möglich ist. Dafür gibt es gute Gründe. Im Interesse der Schule wie der Schüler. Bitte? Ich muss Sie belehren, dass Sie festgenommen wurden wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Es steht Ihnen natürlich frei, sich zu dieser Beschuldigung zu äußern oder nicht in der Sache auszusagen. Und jederzeit auch bereits vor Ihrer Vernehmung einen von Ihnen zu wählenden Verteidiger zu befragen. Außerdem können Sie zu Ihrer Entlastung einzelne Beweiserhebungen beantragen. Wozu? Nein. Na schön. Jetzt können Sie Ihre Fragen stellen. Zunächst einmal muss ich Sie auf die Konsequenzen im schulischen Bereich hinweisen. Die Gesamtkonferenz wird den Fall behandeln. Es steht zu erwarten, dass Sie von der Schule verwiesen werden. Dagegen legen wir Widerspruch ein. Und damit bleiben wir. Bis alles klar ist, haben wir das Abitur. Sie irren sich. Bei Gefährdung der anderen Schüler kann eine sofortige Vollstreckbarkeit beschlossen werden. Dagegen können Sie zwar auch Widerspruch einlegen, Ihre Mappe packen Sie aber gleich. Und das Abitur in diesem Sommer ist für Sie gestorben, ebenso sämtliche Noten aus diesem Semester. So viel zur Sachlage. Wem also gehört der Kassettenrekorder? Ihnen? Nein. Wem denn? Wussten Sie von dem Inhalt? Erst seit gestern Abend. Das heißt, Sie haben den Kassettenrekorder schon öfter befördert. Warum? Wegen Musikaufnahmen. Haben Sie die selbst gemacht? Nein. Warum nicht? Ich gehe nicht mehr in die Diskothek. Dann müssen Sie den Kassettenrekorder irgendwem gegeben haben. Wem? Dem Gerd, dem Türsteher vom Hotpot. Und von dem haben Sie auch wieder abgeholt? Ja. Und Sie wollen uns nicht sagen, für wen das Heroin bestimmt ist? Nein. Wenn Sie meinen, Sie müssen hier Solidarität üben, bitte. Klaus? Ich kenne Sie aus dem Unterricht noch nicht lange. Sie sind gewissermaßen ein Einzelgänger. Das ist durchaus positiv gemeint. Warum solidarisieren Sie sich ausgerechnet jetzt? Weil es Mode ist, Solidarität zu üben? Was kann uns Solidarität als Mode bedeuten? Ein einigermaßen vernünftiger Mensch überlegt sich, für wen er Kopf und Kragen riskiert. Ob der es wert ist? Ob nicht andere die Zeche bezahlen? Halbe Kinder, die immer frühzeitiger an Drogen herangeführt werden, um später eine immer breitere Kundschaft zu sein für immer härtere Drogen. Solidarität hier, das ist die Beteiligung an Mord auf Raten. Wenn ich das richtig weiß, dann sind Sie doch im Roten Kreuz. Sie sollten Ihren Ausweis zurückgeben. Wollen Sie nicht doch sagen, für wen die Fracht bestimmt ist? Schließlich sind Sie es ja nicht gewesen, der eine Freundschaft offensichtlich hier missbraucht hat. Es sei denn, Sie schweigen, um sich nicht selbst zu belasten. Dann allerdings müssen wir annehmen, dass der Kassettenrekorder Ihnen gehört, samt Inhalt. Er gehört dem Kai. Das ist nicht wahr. Ich habe das Ding auf der Toilette eben das erste Mal gesehen. Können Sie das beweisen? Fragen Sie seinen kleinen Bruder. Für ihn habe ich die Aufnahmen besorgt. Ich möchte einen Anwalt. Bitte. Ja, da können wir dann wohl. Sie können hier bleiben. Ihre Einlassungen erscheinen glaubhaft. Aber Sie finden sich morgen früh um 8 auf dem Polizeipräsidium ein. Zimmer 112, Rauschgiftgruppe. Wenn sich Ihre Behauptung als wahr erweist, wird der Staatsanwalt das Verfahren gegen Sie wahrscheinlich einstellen. Kommen Sie. Ich habe meine Mappe noch oben. Die holen wir zusammen. Genauso wie wir auch zusammen zu Ihnen nach Hause gehen. Dazu brauchen Sie einen Durchsuchungsbefehl. Nicht, wenn Gefahr im Verzug ist. Einen Augenblick noch. Ich kann mir denken, wie Ihnen zumute ist. Aber vielleicht hilft es Ihnen, wenn Sie daran denken, wie denen zumute ist, die wissen, dass sie süchtig sind. Die ihr Ende kennen und keine Hoffnung haben. Bin ich jetzt fertig? Bitte. Die Struktur des Glycerinaldehyds wird somit Bezugssystem für die Nomenklatur und die Raumstruktur.
Also für die Stereoisometrie der Kohlenhydrate. Entschuldigen Sie, Kai Schieblow möchte seine Mappe holen. Bitte. Was ist denn los? Sag doch. Ciao. Klar, aber wieso kommt die Kripo überhaupt hierher? Die hat einen Tipp, denn der Rep war dabei. Also war die Schule von der Aktion informiert. Natürlich wegen dem Kai, den kennen die, da brauchen die keine Informationen. Also Zufall. Und zufällig überraschen die den Kai zusammen mit dem Klaus Wagner. Na, warum nicht? Und finden Dope, eine ganze Menge. So viel, dass es zur Festnahme reicht. Alles zufällig. Klar, die müssen was gewusst haben. Ja, aber von wem? Eben. Ja, vom Klaus bestimmt nicht. Nee. Wer weiß, was Solidarität ist? Solidarität? Das hast du ja gesehen. Darum kümmert der sich doch um feuchten Dreck. Seitdem der hier ist, marschiert der Junge. Ohne Rücksicht auf Verluste. Der bastelt an seinem Numerus Clausus. Aber auf unsere Kosten. Ja. Macht sich lieb Kind. Leute, was soll's? Entweder hatte der Klaus Wagner mit dem Dope zu tun oder nicht. Offensichtlich nicht, denn die haben ja nur den Kai gekascht. Ja. Soweit alles klar. Aber welche Rolle hat dann der Klaus Wagner gespielt? Na, der hat ihn verpfiffen. Der Kai liefert sich doch nicht selbst ans Messer. Ist der wenigstens zum Kotzen? Du wirst weite Wege gehen. Photosyntheseprozesse ablaufen. Licht, grünes Blatt, Kohlendioxid und Wasser. Wo läuft die Photosynthese ab? Im Blatt. Können Sie den Blattaufbau genauer beschreiben? Das Blatt besteht aus mehreren Schichten. Oberen Epidermis, Palisadenparenchym. Thank you.
Lassen Sie mich mal sehen. Das ist nicht von mir. Ich habe das Ding noch nicht gesehen. Ist aber eindeutig. Null Punkte. Tut mir leid. Kann ich nicht machen. Unmöglich. Ich bin fertig. Raus.
Achtung am Gleis 9. Nach Gleis 9 hat Einfahrt. Schnellzug 271 Italia Express von Frankfurt nach Rom. Nach Heidelberg, Karlsruhe, Freiburg, Basel, Freiburg. Planmäßige Ankunft 21.35, Abfahrt 21.37. Bitte Vorsicht am Gleis 9. Darmstadt Hauptbahnhof 4, Darmstadt Hauptbahnhof. Achtung am Gleis 9 zum Schnellzug 271 Italia Express. Achtung, bitte einsteigen. Der Zug fährt in Kürze ab. Ich muss meinem Vater das Geld zurückgeben, für die Rumfahrt. Ich hab dir gesagt, ich nehme das nicht an. Ich habe es bezahlt. Ich dachte, dann würdest du mitkommen. Jetzt ist es verfallen. 6 Klare noch. Die hätten mich sowieso nicht mitgelassen wegen dem Lernen. Du kennst sie ja. Das hättest du eher sagen müssen. Und warum bist du nicht mit? Wie lange machst du das noch hier? 8 Tage. Und was hältst du davon, wenn ich das mal übernehme? Wenn du willst. Ich meine, wir haben dann sowieso noch 2 Wochen bis zum Mündlichen. Wir können uns ja nochmal zusammensetzen und ein bisschen lernen. Das hängt vom Schriftlichen ab. Vorher wissen wir doch gar nicht, in welchen Fächern wir überhaupt geprüft werden. Also ich bin auf jeden Fall reif, wenn ich überhaupt durchkomme. Wie sieht's bei dir aus? Mal gecheckt? Mathe, Physik, Chemie, das ist, glaube ich, soweit klar. Latein komme ich garantiert ins Mündliche. Deutsch, da weiß ich nicht. Da brauche ich mindestens 13 Punkte fürs Schriftliche. Dann habe ich eine reelle Chance. Schnitt? So 1,5 in dem Dreh, wenn alles optimal läuft.
Ach, mit 2, sowas ist auch noch nichts verloren. Nee, das kann ich mir nicht leisten. Trommer, 9 Punkte. Sie müssen wahrscheinlich ins Mündliche. Völklin, 12 Punkte. Bei Ihnen ist alles klar. Gratuliere. Ja. Und nun, Klaus Wagner. Was haben Sie denn gemacht? Sie haben das Danton-Thema gewählt. Dabei sollten Sie die Strukturen des Tragischen aufzeigen. Aber was Sie gemacht haben, das ist eine psychoanalytische Studie. Als solche eine glänzende Arbeit. Aber leider am Thema vorbei. So leid mir es tut. Das sind nur 3 Punkte. Damit müssen Sie in jedem Fall in die mündliche Prüfung. Ganz unabhängig davon, wie der letzte schriftliche Leistungsnachweis, der noch aussteht, ausfällt. Einfach Wertung, den Moos, Klaus, das kann er vergessen. Ja, sonst war, glaube ich, alles besprochen. Bitte vergessen Sie nicht, wer sich noch zusätzlich mündlich prüfen lassen will, muss dies innerhalb von 3 Tagen schriftlich angegeben haben. Vielleicht kommst du mit dem Lohnverfahren in den Test und kriegst so einen Studienplatz. Ja, aber wann und ob, ist doch eine politische Frage mit dem Test. Aber er hat eine Chance. Klaus, die hast du. Ich bin 2 Jahre lang getestet worden, ich habe die Schnauze voll. Hat sich jetzt gelohnt? Zahlt sich nie aus. Gesicht, hast du doch geschafft. Wegen Klaus. Ich an seiner Stelle wäre auch nicht gekommen. Wie soll er kommen, wenn er nichts weiß? Hättest du mir sagen können. Toll. Oh, endlich gibt es was zu essen. Ein Spitze. Ich habe die traurige Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass einer unserer Schüler, Klaus Wagner, gestern Nacht tot aufgefunden wurde. Wir erheben uns in schweigendem Gedenken.
Eine traurige Geschichte, liebe Zuschauer, die durchaus zum Volkstrauertag passt. Denn es hat gemeinsame Ursachen, wenn ein Volk nach außen und wenn es im Innern gegen seine eigene Zukunft Krieg führt. Die Jahrhundertstatistik zeigt, dass sich die Zahl der Suizidfälle vor Kriegen erheblich erhöht. Beide Arten von Krieg sind die Folge von Friedlosigkeit. Karl Friedrich von Weizsäcker hat Friedlosigkeit eine seelische Krankheit genannt. Sehr verkürzt ausgedrückt äußert sie sich zuerst darin, dass wir mit uns selbst nicht in Frieden leben, mit uns selbst nicht zufrieden sein können. Es ist eine alte Weisheit, dass wir solche Unzufriedenheit mit uns selbst an andere weitergeben, und zwar als unklare, ziellose, immer wieder explodierende Aggression. Finden sich mehrere, die mit sich selbst nicht in Frieden leben können, und schließen sie sich unter irgendeiner kämpferischen Parole zusammen, so sind Sündenböcke, die bekämpft werden müssen, schnell gefunden. Doch es handelt sich um Mittel zum Zweck. In Wahrheit geht es nur darum, die eigene Friedlosigkeit ausleben zu können. Solidarität war in der Sendung ein wichtiges Stichwort. Sie ist kein absoluter Wert, das hat der Film gezeigt. Wo Solidarität nur dazu dient, Menschen, die anders sind, klein zu kriegen, kennzeichnet sie die solidarischen Bundesgenossen als Menschen, deren seelisches Leiden Friedlosigkeit ist. Dieses Leiden macht aber weitgehend unfähig, Konflikte und schwierige Situationen auszuhalten. Die Kraft, alternative Ziele anzusteuern, wenn das eine aus dem Blick gerät, geht verloren. Stattdessen wächst die Neigung zur Flucht und zu gewaltsamen Lösungen. Drogen sind ein Fluchtweg, andere selbstzerstörerische Handlungen sind solche gewaltsamen Konfliktlösungsversuche. Hinter ihnen allen steht Friedlosigkeit, steht das Unglück, im Leben nicht das Bewusstsein gewonnen zu haben, als der oder die, die man geworden ist, und da, wo man ist, richtig zu sein. Krankheiten wachsen ja. Das Unglücksbewusstsein, sich selbst nicht leiden, mit sich selbst nicht zufrieden sein zu können, zu wenig Wert zu haben, wächst, wenn Kinder nicht um ihrer selbst willen angenommen werden. Mit Schmerzen denke ich an Situationen zurück, in denen ich meine Kinder habe fühlen lassen, ich wäre glücklicher, wenn sie jetzt anders wären, als sie sind. Wenn ein Kind mit dem Bewusstsein leben muss, dass es erst dann Wert und volles Existenzrecht hat, wenn es einen bestimmten Schultyp und den Numerus Clausus geschafft hat, dann droht die Existenzkatastrophe. Als Klaus Klassenkamerad vom Lande sagt, mit 2, sowas sei es doch auch noch nicht verloren, antwortet Klaus Wagner, nee, das kann ich mir nicht leisten. Numerus Clausus verloren, alles verloren. Er kann sich 2,0 nicht leisten, weil andere von ihm und er längst von sich selbst auch erwarten, dass er mehr leistet. Diese Erwartung, diese an ein Ziel und nicht an ihn selbst gebundene Wertschätzung, wälzt sich in seinem Empfinden über ihn hin, wie die Lokomotive, vor die er sich dann wirft, hinter der er mit seinem getöteten Leben als Vorwurf liegen bleibt, buchstäblich auf der Strecke. Der Volkstrauertag hat einen erzieherischen Sinn. Da sollen dann alle durch das Gedenken an die Opfer der wahnsinnigen Kriege sagen, nie wieder Krieg. Wir wollen lernen, was zu unserem Frieden dient. In dieses Gedenken müssen deshalb auch die Opfer aufgenommen werden, die in unserem Volk die seelische Krankheit Friedlosigkeit fordert. Unter ihnen sind 13.000 Suizidtote im Jahr. Verringert wird die Zahl der Opfer nur dadurch, dass wir lernen, unsere Kinder als eigene Wesen zu sehen, ja zu achten. Nur so verlieren Flucht und Selbstzerstörung ihre gefährliche Attraktion. Nur so haben wir an unseren Kindern und sie an uns etwas, was uns zusammen im Leben hält. Solidarität war in der Sendung ein wichtiges Stichwort. Sie ist kein absoluter Wert, das hat der Film gezeigt.
wo Solidarität nur dazu dient, Menschen, die anders sind, klein zu kriegen, kennzeichnet sie die solidarischen Bundesgenossen als Menschen, deren seelisches Leiden Friedlosigkeit ist. Dieses Leiden macht aber weitgehend unfähig, Konflikte und schwierige Situationen auszuhalten. Die Kraft, alternative Ziele anzusteuern, wenn das eine aus dem Blick gerät, geht verloren. Stattdessen wächst die Neigung zur Flucht und zu gewaltsamen Lösungen. Drogen sind ein Fluchtweg, andere selbstzerstörerische Handlungen sind solche gewaltsamen Konfliktlösungsversuche. Hinter ihnen allen steht Friedlosigkeit, steht das Unglück, im Leben nicht das Bewusstsein gewonnen zu haben, als der oder die, die man geworden ist, und da, wo man ist, richtig zu sein. Krankheiten wachsen ja. Das Unglücksbewusstsein, sich selbst nicht leiden, mit sich selbst nicht zufrieden sein zu können, zu wenig Wert zu haben, wächst, wenn Kinder nicht um ihrer selbst willen angenommen werden. Mit Schmerzen denke ich an Situationen zurück, in denen ich meine Kinder habe fühlen lassen, ich wäre glücklicher, wenn sie jetzt anders wären, als sie sind. Wenn ein Kind mit dem Bewusstsein leben muss, dass es erst dann Wert und volles Existenzrecht hat, wenn es einen bestimmten Schultyp und den Numerus Clausus geschafft hat, dann droht die Existenzkatastrophe. Als Klaus Klassenkamerad vom Lande sagt, mit 2, sowas sei es doch auch noch nicht verloren, antwortet Klaus Wagner, nee, das kann ich mir nicht leisten. Numerus Clausus verloren, alles verloren. Er kann sich 2,0 nicht leisten, weil andere von ihm und er längst von sich selbst auch erwarten, dass er mehr leistet. Diese Erwartung, diese an ein Ziel und nicht an ihn selbst gebundene Wertschätzung, wälzt sich in seinem Empfinden über ihn hin, wie die Lokomotive, vor die er sich dann wirft, hinter der er mit seinem getöteten Leben als Vorwurf liegen bleibt, buchstäblich auf der Strecke. Der Volkstrauertag hat einen erzieherischen Sinn. Da sollen dann alle durch das Gedenken an die Opfer der wahnsinnigen Kriege sagen, nie wieder Krieg. Wir wollen lernen, was zu unserem Frieden dient. In dieses Gedenken müssen deshalb auch die Opfer aufgenommen werden, die in unserem... Wer viel zu sagen, wenn, dann hättet ihr das früher einfallen müssen. Was konnte ich denn tun? Was hat denn der Klaus für dich getan? Doch nicht für mich allein. Und deine Mathematiknote? Oder sind die pauschal angehoben worden? Pauschal hast du deinen Mund gehalten. Genau wie alle anderen. Dank deinem Vater. Der hat ihn ja regelrecht auseinandergenommen, der Herr Rechtsanwalt. Und als dann abgestimmt wurde, hast du da die Hand gehoben? Und Sie und Ihre Frau bei der Gegenprobe, haben Sie die Hand unten gelassen? Was hätten wir denn noch retten können? Da war es doch längst passiert. Yvonne, ehrlich, was hätten wir noch tun können? Vielleicht wäre noch da. Draußen warten noch ein paar.
Nein, nicht nötig. Schau mal wieder rein. Tschüss. Tschüss. Ja, ist was nicht in Ordnung? Sie drehen immer noch? Ist das neuerdings verboten? Wenn es Tabak ist, nicht. Vielleicht ist es Tabak. Umso Dank. Besser. Danke. Interessiert uns nicht. Hau du bloß ab! Ich hab doch Glück gehabt. Sag mal. Komm los, mach einen Abgang. Was ist denn mit dem? Ich bin nicht dafür, dass einer kifft oder einen Trip einwirft. Aber ein Verpfeifen, das ist das Allerletzte. Das arme Schwein ist von der Schule geflogen. Wegen ein paar Joints. Mit der Voranalyse sofort. Den endgültigen Test führt dann das Landeskriminalamt durch. Aber das ist Heroin. Wir haben ja täglich damit zu tun. Ihre Ausweise. Ich habe meinen nicht dabei. Und Sie? Was haben Sie zu sagen? Äußern Sie sich. Dazu haben Sie auf dem Präsidium gleich hinreichend Gelegenheit. Wieso? Auch wenn das Heroin ist, deswegen muss doch ich nichts damit zu tun haben. Immerhin hat man Sie in der Toilette angetroffen. Mit dem Kassettenrekorder. Der Kassettenrekorder war in der Toilette, in der ich auch war. Klaus hat mir den Stoff gezeigt. Er hat das Ding aus dem Hotpot mitgebracht. Das wissen wir. Ja, natürlich wissen Sie das, sonst wären Sie ja nicht hier. Kann ich jetzt gehen? Ja, später. Wenn wir wissen, für wen die Ladung bestimmt ist, dann können Sie gehen. Allerdings möglicherweise zum Haftrichter. Dafür müssen Sie Beweise haben. Keine Sorge. Wie ich von den Schülern weiß, waren Sie doch schon mal in so eine Geschichte verwickelt. Ja, shit. Aber kein Heroin. Wissen Sie, wie viele bei Ihnen an der Schule kiffen? Deswegen interessieren uns ja Leute wie Sie, weil es nicht behascht bleibt, wie das hier beweist. Ich glaube, Sie sehen das zu einfach, junger Mann. Hier geht es um Heroin und Heroin ist kein Puderzucker. Wenn es überhaupt Heroin ist, das wissen Sie ja noch gar nicht. Es ist Heroin. Und zwar im Wert von 1200 Mark schätzungsweise. Tja, Herrschaften, gehen wir. Warum sagen Sie eigentlich nichts? Er behauptet, mit der Sache nichts zu tun zu haben und Sie schweigen beharrlich. Heißt das, dass Sie das allein zu verantworten haben oder wie soll ich das sehen? Die Vernehmung führen wir. Ich will den Schüler ja nur etwas fragen. Fragen dürfen Sie aber nicht vernehmen. Die beiden sind festgenommen. Dann bitte ich Sie, die Vernehmung hier zu führen, wenn das möglich ist. Dafür gibt es gute Gründe. Im Interesse der Schule wie der Schüler. Bitte? Ich muss Sie belehren, dass Sie festgenommen wurden wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Es steht Ihnen natürlich frei, sich zu dieser Beschuldigung zu äußern oder nicht in der Sache auszusagen. Und jederzeit, auch bereits vor Ihrer Vernehmung, einen von Ihnen zu wählenden Verteidiger zu befragen. Außerdem können Sie zu Ihrer Entlastung einzelne Beweiserhebungen beantragen. Wozu? Nein. Na schön. Jetzt können Sie Ihre Fragen stellen. Zunächst einmal muss ich Sie auf die Konsequenzen im schulischen Bereich hinweisen. Die Gesamtkonferenz wird den Fall behandeln. Es steht zu erwarten, dass Sie von der Schule verwiesen werden. Dagegen legen wir Widerspruch ein. Und damit bleiben wir. Bis alles klar ist, haben wir das Abitur. Sie irren sich. Bei Gefährdung der anderen Schüler kann eine sofortige Vollstreckbarkeit beschlossen werden. Dagegen können Sie zwar auch Widerspruch einlegen, Ihre Mappe packen Sie... Hallo? Da ist niemand. Zu wem wollen Sie denn? Zu Klaus Wagner. Der ist noch nicht da. Sonst täte die Tüte an der Tür hängen. Bitte? Weil es so lang dauert, bis ich aufmachen kann. Die bringen dann nämlich immer die Sachen mit, die ich brauche. Sie kenne ich doch. Sie waren doch schon einmal da. Ja, ich habe es schon ein paar Mal versucht. Ja, es ist schwer, den jungen Mann anzutreffen. Der führt nämlich kein regelmäßiges Leben, seitdem er keine Musik mehr macht. Und wenn Sie ein Freund von ihm sind, dann sollten Sie ihm das sagen. Mal trägt er nachts Zeitungen aus. Mal arbeitet er in einer Molkerei, wie er mir gesagt hat. Und jetzt ist er auf so einem Getränkehof und schleppt Kisten. Das ist doch keine Arbeit für so einen jungen Mann. Er will sich halt von dem Fräulein Reitz nicht aushalten lassen. Aber sagen Sie ihm nicht, dass ich da was... Nein!
Der Herr Wagner ist nicht da. Hallo. Hallo. Das ist lieb von Ihnen. Bitte. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Das Zettelchen lag ja drin. Mhm. Kriegen Sie noch etwas? Der Rest ist im Portemonnaie. Vielen Dank, Frau Reitz. Bitte. Wiedersehen. Wiedersehen. Wann der Klaus kommt, weiß ich nicht. Sag's ihm, jetzt soll er sich mal melden. Aber lenkt ihn nicht ab. Er ist gerade auf dem Weg zum akademischen Proletariat. Taxifahrer, Briefträger, Gärtner und so. Kannst du deutlicher werden? Er ist umgefallen. Geht wieder auf ein Gymnasium und passt sich an. Wieso denn das? Weil er findet, dass ihn das weiterbringt. Ich verstehe diese Aufgabe nicht. Haben Sie die Angabe für Sauerstoff vergessen? Der Sauerstoffwert ergibt sich durch Subtraktion der Kohlenstoff- und Wasserstoffwerte von der vorgegebenen Substanzmenge, 0,3 Gramm. Es ist Ihr Nachteil, wenn Sie nicht den Ernstfall proben. Nächste Woche geht Ihr Wissensstand über in mündliche Noten und da hilft Vorsagen bekanntlich nichts. Schon in der nächsten Woche? Über das ganze Gebiet? Was sollen wir denn das alles machen? Das nicht noch rausschieben? Herrschaft, an dem Stoff arbeiten wir seit Semesterbeginn. Ja, aber wir haben doch nicht nur Chemie. Nicht nur, aber auch. Merry Christmas. Dann allerdings müssen wir annehmen, dass der Kassettenrekorder Ihnen gehört, samt Inhalt. Er gehört dem Kai. Das ist nicht wahr. Ich habe das Ding auf der Toilette eben das erste Mal gesehen. Können Sie das beweisen? Fragen Sie seinen kleinen Bruder. Für ihn habe ich die Aufnahmen besorgt. Ich möchte einen Anwalt. Bitte. Ja, da können wir dann wohl. Sie können hier bleiben. Ihre Einlassungen erscheinen glaubhaft. Aber Sie finden sich morgen früh um 8 auf dem Polizeipräsidium ein. Zimmer 112, Rauschgiftgruppe. Wenn sich Ihre Behauptung als wahr erweist, wird der Staatsanwalt das Verfahren gegen Sie wahrscheinlich einstellen. Kommen Sie. Ich habe meine Mappe noch oben. Die holen wir zusammen. Genauso wie wir auch zusammen zu Ihnen nach Hause gehen. Dazu brauchen Sie einen Durchsuchungsbefehl. Nicht, wenn Gefahr im Verzug ist. Einen Augenblick noch. Ich kann mir denken, wie Ihnen zumute ist. Aber vielleicht hilft es Ihnen, wenn Sie daran denken, wie denen zumute ist, die wissen, dass sie süchtig sind. Die ihr Ende kennen und keine Hoffnung haben. Bin ich jetzt fertig? Bitte. Die Struktur des Glycerinaldehyds wird somit Bezugssystem für die Nomenklatur und die Raumstruktur, also für die Stereoisomerie der Kohlenhydrate. Entschuldigen Sie, Kai Schieblow möchte seine Mappe holen. Bitte. Was ist denn los? Sag doch. Ciao. Wieso kommt die Kripo überhaupt hierher? Die hat einen Tipp, denn der Rick war dabei. Also war die Schule von der Aktion informiert. Natürlich wegen dem Kai, den kennen die da. Wie Sie meinen.
Übrigens, was Sie da vorgesagt haben, war alles richtig. Respekt. Was sich logischerweise daraus für Sie ergibt, versteht sich ja nun von selbst. Fangen wir von vorn an. Ahlendorf. Merken, was mit dir los ist. Dann kannst du aber die Schule vergessen. Wer nimmt dich denn noch, wenn du hier fliegst? So ein Typ wie du, da kriegt doch jeder Direktor heiße Hosen. Und dann läufst du rum und jobbst, so wie ich. Naja, ich krieg das schon. Wie eben, Kai, du stehst auf der Kippe. Wenn du erst mal an der Spritze hängst, dann kommst du nicht mehr runter. Ich hab noch was zu erledigen. Wo gehst du hin? Nach Hause. Du, ich schau später mal bei dir rein. Ich bin einfach grüßen. Schau dann mal ab, gell? Okay. Ciao. 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 Ist die Inge noch drin? Du, geh doch rein, was soll's. Hol du's doch. Ist doch Quatsch. Hallo? Hallo. Lernst du mal nicht? Wie du siehst. Du hast ein paar von uns ganz schön reingerissen, du. Ich konnte den Kai nicht hängen lassen. Wenn keiner eine Antwort gegeben hätte, hätte der Dörrhöfer alle Fünden wieder ausradiert. Auch die von Kai. Er hat aber gesagt, wenn der Klaus Wagner den Stoff beherrscht. Unsere Abmachung war anders. Aber nicht mit mir. Vielleicht brauchst du uns auch nochmal. Sag mal, wie viele Kassetten lässt sich der Typ noch bespielen? Der Kleine ist 12. Danke. Tschüss. Wir gehen weg, Frank. Du hast einen guten Tag. Hey, was ist denn los? Die Grippe hat doch gefunden. Woher weißt du das? Wollt gerade aufs Klo. Rudi! Wir haben Kai und Klaus gefilzt und ein paar Joints entdeckt. Anders ist das nicht. Wegen ein paar Joints kommt die Grippe nicht. Stimmt, der muss was anders sein. Wir gucken mal, komm. Ja, und der Klaus, was hat denn der damit zu tun? Eben, irgendwas ist doch da faul. Bitte. Wie wir vermutet haben, das Zeug steckt im Kassettenrekorder. Hasch und vermutlich Heroin. Können Sie das feststellen, ob das Heroin ist? Mit der Voranalyse sofort. Den endgültigen Test führt dann das Landeskriminalamt durch. Aber das ist Heroin. Wir haben ja täglich damit zu tun. Ihre Ausweise. Ich habe meinen nicht dabei. Und Sie? Was haben Sie zu sagen? Äußern Sie sich. Dazu haben Sie auf dem Präsidium gleich hinreichend Gelegenheit. Wieso? Auch wenn das Heroin ist, deswegen muss doch ich nichts damit zu tun haben. Immerhin hat man Sie in der Toilette angetroffen. Mit dem Kassettenrekorder. Der Kassettenrekorder war in der Toilette, in der ich auch war. Klaus hat mir den Stoff gezeigt. Er hat das Ding aus dem Hotpot mitgebracht. Das wissen wir. Ja, natürlich wissen Sie das, sonst wären Sie ja nicht hier. Kann ich jetzt gehen? Ja, später. Wenn wir wissen, für wen die Ladung bestimmt ist, dann können Sie gehen. Allerdings möglicherweise zum Haftrichter. Dafür müssen Sie Beweise haben. Keine Sorge. Wie ich von den Schülern weiß, waren Sie doch schon mal in so eine Geschichte verwickelt. Ja, shit. Aber kein Heroin. Wissen Sie, wie viele bei Ihnen an der Schule kiffen? Deswegen interessieren uns ja Leute wie Sie. Weil es nicht behascht bleibt, wie das hier beweist.
Ich glaube, Sie sehen das zu einfach, junger Mann. Hier geht es um Heroin. Und Heroin ist kein Puderzucker. Wenn es überhaupt Heroin ist, das wissen Sie ja noch gar nicht. Es ist Heroin. Und zwar im Wert von 1200 Mark schätzungsweise. Tja, Herrschaften, gehen wir. Warum sagen Sie eigentlich nichts? Er behauptet, mit der Sache nichts zu tun zu haben und Sie schweigen beharrlich. Heißt das, dass Sie das allein zu verantworten haben oder wie soll ich das sehen? Die Vernehmung führen wir. Ich will den Schüler ja nur etwas fragen. Fragen dürfen Sie aber nicht vernehmen. Die beiden sind festgenommen. Dann bitte ich Sie, die Vernehmung hier zu führen, wenn das möglich ist. Dafür gibt es gute Gründe. Im Interesse der Schule wie der Schüler. Bitte? Ich muss Sie belehren nach der Ursache. Unbequemerer nach der Schuld. Wir alle hier haben ihn gekannt. Wer von uns hat versagt? Wer ist schuldig geworden an Klaus Wagner? Immer noch drin. Er ist noch nicht raus. Ach, der hat doch einen Schuss. Na, ich würde das auch nicht schlucken. Von 1,9 auf 2,6 in einem Halbjahr. Die Quittung für den Streik. Logo. Der Streik hat denen nicht wehgetan. Das war die Versammlung. Die Facts, die er da gebracht hat. Und das auch noch vor den Eltern. Ja, schon eine Sauerei. Aber muss der denn so reagieren? Wenn nie reagiert, der hat er natürlich auch keine Probleme. Ändert der Klaus etwas daran, wenn er dem Ulrich sein Kursheft auf den Schreibtisch knallt und sagt, ihre Scheißschule kann mich mal? Was bringt ihm das? Das musst du gerade fragen. Wärst du in Mathe durchgekommen? Der Klaus hat die Wäsche gebügelt und dein Vater hat sie in den Schrank gesetzt. Clever. Was kann ich denn für meinen Vater? Und bei der Abstimmung? War ich allein? Ich denke, du bist sein Freund. Was soll's? Da hat einer nach dem anderen geschielt und dann war es zu spät. Komm, Klaus, mach keinen Scheiß. Willst du das Abi sausen lassen? Das Jahr geht doch rum. Lass mich doch nicht ein Jahr lang fertig machen. Oder hast du eine Chance gegen die? Tick doch meine Großmutter, was da läuft. Hast du ohne Abi eine Chance? Das Abitur ist nicht alles. Aber sagt ihr nur immer schön ja, nur nicht anlegen. Ich komm mal bitte mal vorbei. Ich dir bloß keinen ab. Une de Provençal, un cassoulet de Castelnaudary. Un chablis, deux Beaujolais. Schwer Herbst. Ja, die Leute sind wieder zu Hause. Man kann nirgendwo mehr parken. Ach ja. Offensichtlich hier auch nicht. Ja, wir warten. Wir haben. Wo können wir da noch einen Platz kriegen? Da hinten am Stammtisch ist noch was frei. Das ist nicht von mir. Ich habe das Ding noch nicht gesehen. Das ist aber eindeutig. Null Punkte. Tut mir leid. Kann ich nicht machen. Unmöglich. Ich bin fertig.
Keine Ahnung. Das ist ja auch viel zu lange her. Das ist ja Irrsinn. Klaus? Halt dich da raus. Nein. Du bist doch ein bisschen verrückt. Na, bitte. Deshalb, ich dachte, jetzt vielleicht mal Zeit. Nee. Der doch nicht. Jede Note, die ein anderer besser schreibt, kostet den Stück von seinem Studienplatz. Arsch, wenn du Zeit hast, kannst du dich ja mit ihm hinsetzen, das alles nochmal durchkauen. Lass den, der kann nichts dafür. Zeig mal her. Ja, genau. So könnte es gehen. Ist doch ein Weg. Und lernen wir nicht warm. Kann keiner bestreiten. Nee, das stimmt nicht. Weil es eine alpha-glykosidische Bindung ist. Aber keine Angst, das kriegen wir. Du komm, geh nur rüber zu Carlo. Entschuldigung, wir haben jetzt eine Freistunde. Können wir hier lernen? Ihr wisst, dass die Bibliothek nur in Pausen geöffnet. Kann man nichts machen. Elternsprechzimmer. Kaffee. Bier und so ein Brötchen. Ja, und warum erhältst du kein Disaccharid? Eigentlich brauchst du nur die Summenformel von dem Monosaccharid zu verdoppeln. Weil der Verknüpfung wasserfrei wird. Genau. Das kriegst du schon. Sind ja noch 8 Tage. Was ist, kommst du nachher mit zu mir? Nur zu essen kriegst du nichts. Komm du doch zu mir. Meine Mutter macht uns was. Okay. Kommt mein Bruder, die Fliege. Der Kai hat gesagt, du hast mal in der Jetband gespielt. Kann ich einfach ein paar Aufnahmen davon machen? Ich brauch die fürs Schulfest. 45er Gassette ist drin. Entschuldige, ich kenne nicht mehr einen Hotpot. Kennst du nicht vielleicht einen anderen Typ, der das machen kann? Gehst du nicht hin? Eine Gesichtskontrolle, ich hatte mal Ärger mit dem Türsteher. Okay, lass mal da. Gib's dann den Kai, ja? Ja, gut. Hast du was mit? Bei dir steht da was offen. Warum machst du das? Warum trinkst du Bier? Shit ist eine Einstiegsdroge. Bier auch. Mach dir doch nichts vor, du. Das ist eine Willensfrage. Entweder du hast dich unter Kontrolle oder du bist labil. Die Freiheit der Entscheidung. Wenn du schwach bist, gehst du drauf. Beim Dope wie beim Alkohol. Hast du schon mal so einen gesehen, der draufgegangen ist? Wie so einer aussieht? Ich fahre manchmal bei Einsätzen vom Roten Kreuz mit. Als dritter Mann. Ja, stimmt, du bist der Doktor. Gell? Ich habe da Bilder gesehen. Da kotzte nach 3 Tagen noch. Die hatten auch alle die Freiheit zu...
ab Gleis 9. Nach Gleis 9 hat er einen Fahrtschnellzug 271 Italia Express von Frankfurt nach Rom. Nach Heidelberg, Karlsruhe, Freiburg, Basel, Bayern. Planmäßige Ankunft 21.35 Uhr, Abfahrt 21.37 Uhr. Bitte Vorsicht am Gleis 9. Darmstadt Hauptbahnhof 4, Darmstadt Hauptbahnhof. Achtung am Gleis 9 zum Schnellzug 271 Italia Express. Achtung, bitte einsteigen. Der Zug fährt in Kürze ab. Photosyntheseprozesse ablaufen. Licht, grünes Blatt, Kohlendioxid und Wasser. Wo läuft die Photosynthese ab? Im Blatt. Können Sie den Blattaufbau genauer beschreiben? Das Blatt besteht aus mehreren Schichten. Oberen Epidermis, Palisadenparenchym.
Ich habe die traurige Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass einer unserer Schüler, Klaus Wagner, gestern Nacht tot aufgefunden wurde. Wir erheben uns in schweigendem Gedenken. Eine traurige Geschichte, liebe Zuschauer, die durchaus zum Volkstrauertag passt. Denn es hat gemeinsame Ursachen, wenn ein Volk nach außen und wenn es im Innern gegen seine eigene Zukunft Krieg führt. Die Jahrhundertstatistik zeigt, dass sich die Zahl der Suizidfälle vor Kriegen erheblich erhöht. Beide Arten von Krieg sind die Folge von Friedlosigkeit. Karl Friedrich von Weizsäcker hat Friedlosigkeit eine seelische Krankheit genannt. Sehr verkürzt ausgedrückt äußert sie sich zuerst darin, dass wir mit uns selbst nicht in Frieden leben,
mit uns selbst nicht zufrieden sein können. Es ist eine alte Weisheit, dass wir solche Unzufriedenheit mit uns selbst an andere weitergeben. Und zwar als unklare, ziellose, immer wieder explodierende Aggression. Finden sich mehrere, die mit sich selbst nicht in Frieden leben können, und schließen sie sich unter irgendeiner kämpferischen Parole zusammen, so sind Sündenböcke, die bekämpft werden müssen, schnell gefunden. Doch es handelt sich um Mittel zum Zweck. In Wahrheit geht es nur darum, die eigene Friedlosigkeit ausleben zu können. Solidarität war in der Sendung ein wichtiges Stichwort. Sie ist kein absoluter Wert, das hat der Film gezeigt. Wo Solidarität nur dazu dient, Menschen, die anders sind,